Hi Leute und willkommen zum nächsten Data Battle, das ich geschafft habe. Sigma. Okay, unser Snipe-Affe hier ist eigentlich nicht viel anders, wie er auch im ganz normalen war. Das ist nur halt länger jetzt. Ändert sofort die Ebene und Schildmagie ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Sora braucht in seiner normalen Form, also nicht der Limit-Form oder irgendeiner anderen Form, viel zu lange, um zu kontern. Da habe ich jetzt an der Ecke gegangen. Wenn wir genug von seinen Kugeln abwehren, dann fängt er an, sich den Bauch zu halten, weil es ja wohl weh tut, so Dinger in den Bauch zu kriegen. Und er lädt nicht nach. Das sind die einzigen Unterschiede. Er macht sehr schnell Raumveränderungen und er lädt nicht nach. Das heißt, abgesehen von diesen Kontern hat man keine Möglichkeit, ihn irgendwie zu treffen. Es ist eine coole Strategie, auf ihn zuzufliegen mit Schildmagie an. Natürlich im passenden Moment, wo er dann zuschießt. Ist aber logisch. Ansonsten, ja, das war's eigentlich zu Sigma. So extra viel Neues gibt's nicht. Ah ja, genau. Er macht ja einmal diesen großen Pfeil. Schildmagie oder gar nicht erst versuchen. Situationskommando kann man drücken, aber es ist viel zu schnell wieder weg. Ich komme gar nicht hinter das Timing von dem Scheißding. Also das ist auch gemein. Hier hat man nur einen ganz kurzen Moment Zeit, das Situationskommando zu machen. Ansonsten ist man gefickt. Es ist übrigens weiter möglich, dass Donald und Goofy durch ihre Waffen oder Angriffe irgendwelche der Projektile abwehren sollte. Sollte unser lieber Sigma hier noch in seinem Headshot-Modus sein, bei dem wir halt nur abhauen können. Ganz normale, komplett treffende Abschlussangriffe ändern die Raumverzerrung wieder auf normal. Gerade bei der Überform ist das extrem schwierig auszuführen. Weil die Überform, die hat ein paar Angriffe, die ein wenig Zeit brauchen, bis der finale Treffer von diesem Abschlussangriff getroffen hat. Und dann wird das halt nicht gezählt. Das werden wir gleich noch sehen. Ich werde die Form zwischendurch verwenden. Oh. Ja, ich hasse diesen Raum eigentlich. Er hat so eine riesen Entfernung zu uns. Und die Projektile brauchen deswegen so lange, bis sie bei ihm sind. Und es kann gut sein, dass er einen zu Tode kombiniert, weil Sora wird nicht in die Luft gerissen von den letzten Kugeln. Ergo, wenn man es nicht fertig bringt, ihm abzuwehren, hier hatte ich Glück, dann kann es durchaus sein, dass man einfach abkratzt. Seht ihr das? Das Kommando ist da, aber es ist viel zu schnell weg. Man kann nicht reagieren. Man muss das Timing wissen, ansonsten ist man gearscht. Das ist ein cooler Effekt, wenn diese Kugeln da so durchfliegen. Übrigens, in diesen Headshot-Modus geht er ein paar Mal im Kampf. Immer nach einem gewissen Zeitraum. Der Kampf gegen Sigma ist einer der längsten eigentlich. Abgesehen von Xemnas, der braucht nämlich noch länger. Weil man kriegt Sigma so schlecht zu fassen. Wenn man seine Kugel nicht abfährt, ist man ziemlich im Eimer. Limit vom Sora ist viel, viel besser für Sigma geeignet. Zumindest was das Abwehren dieser Projektile angeht, weil der Reflektor schneller funktioniert. Der normale Form Sora, der macht immer erst so eine halbe Pirouette, bevor er dazu kommt, seinen Reflektor auszuführen. Was ich äußerst nervig finde. Übrigens, wenn ihr im kritischen AP-Bereich seid mit der Limitform, niemals Ragnarök beim Anwenden, weil dann seid ihr so gut wie tot. Außerdem die Projektile treffen ihn nicht, die ihr dann mit Ragnarök macht. Von daher nutzt einfach lieber Tomahawk und fertig ist. Da hat jetzt Glück. Man braucht auch ein bisschen Glück, ja. Habe ich zumindest gebraucht. Ah ja. Mit ein klitzekleines bisschen Skill und Glück kommt man hier weit. So, und jetzt seht ihr das. Diese Projektile sollten eigentlich der Abschlussangriff von Ragnarok sein, aber natürlich haben die nichts gebracht, weil die nicht getroffen haben.
Ich bin mir nicht sicher, ob er da eigentlich Headshot sagt. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Aus dem Raum gerissen. Autsch. Was man auch versuchen kann, ist eins der Projektile anzugreifen, aber das funktioniert noch seltener als Reflektor. Von daher benutze ich lieber wieder Reflektor dafür. Oh ja, und übrigens, Pitch und Hit ist immer noch ein sehr gutes Mittel, um ihn ranzuziehen und überhaupt zu treffen. Da Goofy ja mit dem Move ganz viel herumfliegt. Und ihr eine Zeit lang unverwundbar seid. Was sehr praktisch ist. Ich habe Otto Limit zwar nicht ausgeschaltet wie diesen Kampf, aber... Ja, okay, bevor Donald und ich abkratzen, bin ich dann lieber in die Überform gegangen. Die ist sowieso viel besser geeignet für den Typen. Da seht ihr. Der Abschlussangriff trifft einfach nicht oft genug. Und da der in der Luft auf dem einzelnen Gegner schon nicht gut genug trifft und Sigma immer in der Luft ist. Im Ernst, es gibt im Kampf so gut wie gar keine Phase, wo Sigma mal auf der Erde ist. Das Gute an der Überform ist, die teilt so heftig und deftig aus. Ja, jetzt hat er Angriff getroffen. Also die Überform teilt so heftig aus, dass man eigentlich so ziemlich die ganze Zeit pur angreifen kann und zieht ihm sowas von viel runter. Hier würde sogar auch Leute Berserkers machen, aber auch nur mit der Überform. Bloß so hochspringen von der Form kann diese Projektile auch schon abwehren. Das ist also überhaupt kein Problem. Der einzige Nachteil ist, dass die Form jetzt gleich zu Ende sein wird, aber der Kampf ist so gut wie vorbei. Warum leckt es hier so? Das ist gemein. Boah, ey, der Computer muss richtig viel arbeiten. Ja, jetzt endet er schon wieder das Kampffeld. Oh ja, und relativ leicht auszuweichen. Wenn man erstmal weiß, von wo er anfängt zu schießen. Vor allem, der zielt eigentlich nicht richtig auf einen. Donald ist tot. Das ist nicht gut. Ich belebe ihn wieder. Er lässt sich ab und an mal einfach nicht stören, egal was ihn angreift. Ja, jetzt portet er sich eine Menge und macht auch diese bescheuerten Pfeile. Jetzt bin ich mal in die weißen Form, weil die kann sich bewegen und abwehren. Und er hat eh nicht mehr viel. Und abgesehen davon, die weißen Form kann auch wunderbar Abschlussangriffe machen, ohne dass Sigma da rausgeht. Was natürlich extrem praktisch ist. Ich weiß ja, irgendwie mag ich seine englische Sprache nicht. Ja, ich hab da jetzt an eine Magie gedacht, die ihn irgendwo ranzieht, damit ich ihn besser erreichen kann, beziehungsweise damit ich einfach Schaden machen kann mit Blitzmagie oder sowas. Aber wie ihr seht, reicht dieses pimpfige Geballer auch schon aus. So, da heile ich mich, weil ich habe gerade nachgesehen, ich habe ja noch Aether. Ich habe in diesem Kampf wirklich fast jedes Item gebraucht, das ich verwendet habe. Na Quatsch, das ich hier im Inventar hatte. Ja, mit ganzen Abwehren erreicht man auch schon eine Menge. Er ist dummerweise in dem Modus einfach nicht treffbar. Ja, und man kann einfach nicht mit der weißen Form Sora ballern, weil Sora nicht die ganze Zeit unbesiegbar damit ist. Oder unbescheißbar, wie ich gerade sagen wollte. Autsch. Autsch. Es ist wichtig, das Timing hinzukriegen. Das ist schwer. Oh, das ist jetzt auch voll Risiko. Aber es soll funktionieren. Oh, übrigens, Leute, es ist eigentlich kein Thema. Ja, es ist jetzt einfach nicht wieder aufgetaucht, weil er das jetzt machen wollte. Es ist übrigens nicht selten, dass Later Battles mit 1 HP am Ende geschafft werden.
Passiert relativ oft. Ich kenne einen Typen namens Zocker1810, der hat alle Data-Battles geschafft auf Level 1. Gut. Und dieser Noxmash sollte es besiegen. Gott sei Dank, ey. Der Kampf hat auch lang genug gedauert. Nun denn, mal sehen, wie seine Reaktion ist. Naja, so nach dem Motto, ach was soll's, hat er es halt geschafft. Ist egal, ich krieg einen Schutzengel dafür. Bis dann.